Hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo zum nächsten Livestream. Und ich glaube, ihr könnt euch alle denken, was im nächsten Livestream bei mir gezeigt und gespielt wird, nämlich Anno 2205. Es geht in die Zukunft. Sci-Fi-Fans und Anno-Fans, seid gespannt. Ich habe mir dieses Spiel relativ neu geholt, deswegen wird das eigentlich fast eine Blind-Runde werden. Ich habe jetzt nur mal kurz schon mal angefangen zu spielen. Es ist also noch nichts allzu Wichtiges passiert. Wir werden mit meiner Firma, der Future Corporation, spielen. Ich kann euch ja kurz hier in diesem Teaser-Video für den Livestream schon mal zeigen, wie das Spiel so ausschaut, für alle, die das noch nicht kennen, noch nicht gespielt haben. Vorher der Hinweis, am Samstag werde ich livestreamen, und zwar ab 14.30 Uhr. Das heißt, es wird ein Nachmittags-Livestream am Samstag ab 14.30 Uhr bis vielleicht ungefähr 18 Uhr. So meine Planung. Aber jetzt zeige ich euch auch mal kurz was. Ich habe hier eben schon angefangen. Hier habe ich eine kleine Siedlung errichtet. Oder eine Stadt besser gesagt. Es ist nicht allzu viel hier passiert, weil es gibt noch nicht allzu viele Sachen. Es gibt ein paar verschiedene Rohstoffe. Ein paar Farmen zum Beispiel. Verschiedene Gebäude, also Wohnhäuser. Und dann war es das eigentlich schon fast. Also allzu viel ist hier wirklich nicht passiert. Und weiter würde es dann gehen mit einer Siedlung, die wir in der Arktis gründen müssen. Und das will ich dann mit euch gemeinsam sozusagen völlig blind erforschen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Spiel groß funktioniert. Ich weiß, viele sind vor allem Fans der alten Teile von Anno, der historischen Teile, ich persönlich auch. Aber ich denke, jetzt habe ich es mir mal geholt und ich bin auch ein großer Sci-Fi-Fan. Deswegen werde ich es unbedingt auch mal ausprobieren. Und deswegen plane ich das eben für den Livestream am Samstag mal anzuspielen und weiterzuspielen mit meiner Future Corporation. Je nachdem, ob es mir Spaß macht oder nicht, wird es dann vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Livestream geben. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen darauf und dann werden wir vielleicht schon am Samstag zusammen auf den Mond fliegen mit meiner Firma, der Future Corporation, die gerade Unternehmensstufe 4 hier im Vergleichsranking hat. Ja, ich glaube, das waren alle wichtigen Informationen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf dieses Spiel. Für mich ein neues Spiel, für einige von euch sicherlich auch schon ein etwas älteres Spiel, was ihr schon kennt. Und mit herrlicher Atmosphäre, herrlicher Musik, schönen Bildern. Und hoffentlich mit einem wunderschönen Mond, auf den wir uns freuen können. Und dann würde ich sagen, bis in kurzer Zeit, bis Samstag ab 14.30 Uhr zum Livestream von Anno 2205 mit mir, Gaius Julius Caesar.